Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Marco Lovic und heute gibt es den zweiten Teil der Reihe von 0 bis 10.000 Followern auf Instagram innerhalb von 6 Monaten. In diesem Teil werde ich dir zeigen, wie du deine ersten Follower bekommen kannst. Wenn du also nichts verpassen willst, dann bleib bis zum Ende dieses Videos dran und wollen wir wie immer nicht lange drum rumreden und fangen gleich mit dem eigentlichen Thema des Videos an. Los geht's! Es geht heute wie gesagt darum, dass du deine ersten Follower auf Instagram bekommst. Dafür befinden wir uns zurzeit auf meinem Instagram-Profil 0.projekt. Jetzt schauen wir uns mal die Abonniertliste an. Also wir gucken uns an, welchen Accounts ich folge. Ich habe den größten 40 Accounts in Deutschland gefolgt, die deutschsprachig sind, die deutschsprachig posten und deutschsprachige Communities haben. Also in dem Beispiel jetzt Mike Singer mit 1,5 Millionen Abonnenten, fast 1000 Kommentare, das wird bestimmt noch 1000 Kommentare über die Zeit, 751 zurzeit. Wir liken den Beitrag, fügen unseren vorgefertigten Text ein. Hi Freunde, ich heiße Marco, bin 22 Jahre alt und würde mich unglaublich über Feedback zu meinen Designs freuen. Danke im Voraus. Noch ein paar Smileys, um das Ganze auch ein bisschen sympathischer zu machen und dann passt das Ganze. Das Ganze machen wir jetzt mit allen Accounts, denen ich folge, allen 40 deutschen Accounts, denen ich folge, mit unglaublicher Reichweite. Wichtig ist, dass du dir Leute raussuchst mit ca. 1000 Kommentaren pro Beitrag. Wenn das ein bisschen weniger ist, ist auch nicht schlimm, aber es müssen möglichst viele Beiträge sein. Im deutschsprachigen Raum sind halt im Moment die YouTuber am größten, sind halt die Leute am größten, die aktiv auf anderen Social Media Plattformen sind oder auch im Fernsehen. Im Optimalfall würdest du natürlich Leute aus deiner Nische raussuchen. Da das allerdings im deutschsprachigen Raum relativ schwierig ist, Leute in der Design-Nische zu finden oder auch in anderen Nischen zu finden, die 1000 Kommentare pro Beitrag bekommen, habe ich einfach die 40 allgemein größten Influencer auf Instagram genommen, die deutschsprachig sind. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Wir schreiben einen Text vor, ähnlich wie ich diesen Text hier auch schon mehrmals gepostet habe in diesem Video. Der auf sich selbst aufmerksam macht, der den Leuten zeigt, die die Kommentare von diesen Leuten lesen, dass du ein Designer bist oder was auch immer, je nachdem welche Nische du natürlich bedienst, in dem Fall eine Design-Nische, die Leute sehen, okay, da ist ein Designer, eventuell haten sie den Kommentar, weil es natürlich Eigenwerbung ist und Eigenwerbung stinkt, das verstehe ich schon, allerdings gibt es auch viele Leute, die dann auf dich aufmerksam werden und sagen, okay, cool, du machst Logos, schau mal bei dir vorbei, geben dir erstens kostenloses Feedback und zweitens folgen sie dir eventuell, liken deine Beiträge oder bestellen sogar was im Optimalfall bei dir. Also du machst das bei den größten Influencern, kopierst immer die gleiche Nachricht, das ist innerhalb von 10 Minuten erledigt und sobald du alle abgegrast hast, wiederholst du das Ganze dann im Newsfeed so lange, bis du jeden Influencer einmal durch hast und sobald du das nächste Mal bei diesem Influencer kommentierst, änderst du deinen Text. Es ist wichtig, mindestens 2, 3 oder 4 verschiedene Texte zu haben, die du in Rotation posten kannst. Wenn du immer nur das gleiche postest, wirst du schnell gehatet, nicht nur von der Person an sich, weil sie das als Spam empfindet, sondern auch, weil Leute dich als Bot anerkennen. Also passe die Texte immer wieder individuell an. Und jeder, der jetzt auf diesen Beitrag geht, ihn kommentieren will, liest eventuell auch deinen Kommentar, kommt so auf deine Seite, folgt deiner Seite eventuell, liked deine Beiträge oder gibt dir konstruktives Feedback, was sowieso immer gut ist. Das ziehst du jetzt einfach mal einen Monat lang durch. Beim ersten Mal kannst du alles so durchscrollen, wie ich es in dem Video auch gemacht habe. In Zukunft machst du das dann einfach nur so vom Newsfeed. Nimmst du dann die Leute, deren Beiträge du noch nicht kommentiert hast, schreibst dann immer mal wieder einen anderen Text und die Resultate werden dich definitiv umhauen. Viel Erfolg dabei. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein.